Willkommen zurück zu einer weiteren Folge StarCraft. So, ja, ich würde mal sagen, ich spiele noch mal kurz die Nachricht ab. Kerrigan, bevor wir gesprungen sind, hat die Hyperion mehrere Signaturen der Liga aufgespürt, die sich auf dem Weg zur Oberfläche befinden. Sie werden da unten wohl eine kleine Überraschung vorfinden. Okay, Dankeschön. So, neue Einheit, Schwarmkönigin. Und ansonsten, ja, starten wir einfach mal die Mission. Mit drei Drohnen kann ein Mineralienfeld oder Vespinga sehr optimal abgebaut werden. Um eine mächtige Armee aufzustellen, ist es unbedingt notwendig, genügend Arbeiter zu besitzen. Ja, denn wer genug Drohnen oder Arbeiter hat, der gewinnt auch die Schlacht. Die Materialschlacht am Ende. Okay. Gut, ist immer noch relativ langsam. Ein bisschen schade. Aber gut, quatschen wir uns einfach hier ein bisschen tot. Ansonsten komme ich ja immer wenig zum Kommentieren. Kommentiere ich halt den Ladescreen. Ne, Balken? Ich kommentiere dich jetzt. Mir fällt zwar überhaupt nichts ein, was ich jetzt sagen kann, aber hey, es passt. Schönes Flugzeug haben wir da. Ja, schön. Man kommt sich irgendwie ein bisschen blöd vor, wenn man einfach nur da sitzt und wartet. Das Kommentieren fällt einem schwer, wenn der Balken nicht weitergeht. Okay. Gut. Ja. Ah, jetzt geht's weiter. Scanne. Truppen der Liga und ein Zergschwarmcluster gefunden. Ja, es muss hier einen alten Schwarmstock geben. Die Liga macht mir allerdings mehr Sorgen. Bodentrupp, hier spricht die Flotte. Wie ist Ihr Status? Flotte, unsere Basis steht und die Drakken-Impulskanone ist so gut wie einsatzbereit. Verstanden. Schalten Sie alle Nachzügler aus, die zu diesen Koordinaten springen. Wir sammeln sie später wieder auf. Flotte Ende. Die Kanone wird Jims Schiff unter Beschuss nehmen, sobald es in den Orbit kommt. Er wird blind in die Falle laufen. Setz Kurs auf den Schwarmcluster. Ich brauche eine Armee. Ich spüre, dass diese Boot von jemandem kontrolliert wird. Wer bist du? Meine Königin, ich bin Naktul, eine Brutmutter. Du hast uns erschaffen, um deine Kontrolle über den Schwarm auszuweiten. Bist du zu uns zurückgekehrt? Ich bin nicht deine Königin und ich bin nicht zurückgekehrt. Aber ich brauche deine Brut, um die Kanone der Terraner zu zerstören. Und zwar jetzt. Der Großteil meiner Brut befindet sich bei mir. Ich kann sie zu dir schicken, aber das wird eine Weile dauern. Schicke sie. Sobald sie hier sind, zerstören wir die Kanone, bevor Jim eintrifft. In der Zwischenzeit werde ich diesen Schwarmstock auf den Kampf vorbereiten. Die Liga hat sicher mein Schiff verfolgt und ist hinter mir her. Okay. Halten Sie durch, bis Verstärkung In Ordnung. eintrifft. Dann schauen wir mal, ob ich noch weiß, wie es geht. Zuerst brauche ich einen Brutschleimpool. Zuerst brauchen wir mal mehr Drohnen, würde ich sagen. Ja, gut, ich mache jetzt den Brutschleimpool. Böses Tutorial-Männchen. Will doch nur ein bisschen mehr Drohnen haben. Bitte. Darf ich auch ohne was weitermachen? Aber Spingers, ihr bräuchten wir auch. So, Dröhnchen. Mehr Mineralien. Ja. Bin ich doch schon dabei. Zu sammeln. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, bin ich doch schon dabei. Kommandozentrale, wir haben Kerrigan gefunden. Sie hat sich in einer Zergbasis verkrochen. Wir gehen rein. Schickt Verstärkung. Die Liga hat uns gefunden. Sie werden uns mit allem, was sie haben, angreifen.
Deine Brut kann Vespingas mit maximaler Effizienz abbauen, wenn du 3 Drohnen zum Extraktor befiehlst. Gib Arbeit. Okay, verstanden. Und wieder zurück. Ich sollte Zerklinge aus den Larven an meiner Brutstätte erschaffen. Na gut, dann machen wir noch mal ein paar Zerklinge. So. An Stachelkrabbler kann ich mich erinnern. Ich kann sie aus Drohnen mutieren. Gut, machen wir das dann auch. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja. So. Was ist los? Sammelpunkt noch da. Oh, haben wir recht viele Zerklinge jetzt. Als die Liga eintraf, wurde ein Teil meiner Brut in Höhlen getrieben. Echt? Sie werden wieder zu uns stoßen, wenn wir die terranischen Soldaten außerhalb der Höhlen töten. Mhm. Und ich sehe, da kommt schon der Nächste. Sicher. So, einmal alle hochsetzen hier. In Bewegung. Und weiter. Wir rücken aus. Nehmen wir uns hier mal kurz die Mineralienkiste. Bin mal so frech. Es gibt Arbeit. Okay, hier ist auch noch eine. Schickverstärkung! Werden angegriffen! Brauchen Verstärkung! Sofort! Gut. Zack. Sicher. Und weiter. Wir rücken aus. Gut. Kommt aus euren Verstecken, Zerklinge. Kämpft für eure Königin. Was ist los? Eine Königin wäre sehr nützlich, um die Terraner zu bekämpfen. Du kannst eine Königin in der Brutstätte erschaffen. Mhm. Machen wir auch mal. Wir brauchen mehr Overload. Wir brauchen mehr Mineralien. Dass wir immer alles brauchen. Brauchen. Wir brauchen mehr Overloads, wir brauchen mehr Mineralien. Und da greift er schon wieder das nächste an. Okay. Sicher. Und GG. Roger. Anheben. Ist doch lustig hier. So, Rücken und vor. Wieder zurück. Dann natürlich noch ein paar mehr. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja. Gut, wo sind denn jetzt die anderen Nester? Bezüglich die anderen Höhlen, werden die mir noch angezeigt? Ich hoffe. Oh. Stimmt, ihr könnt ja automatisch heilen. Das war ja das Coole an euch. Aber ihr könnt noch was Cooleres. Und zwar könnt ihr hier was hinscheißern. So. Das ist so ein kleiner Kriechtumor. Nehmen wir uns hier nochmal eine Drohne. Sind nochmal rotzfrech und setzen hier auch nochmal einen hin. Dann machen wir unsere Viecher mal ein bisschen stärker. In dieser Höhle sind noch mehr Zerklinge, meine Königin. Okay, da gehen wir auch gleich hin. Was ist los? Flup, 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 flup. Und wir können jetzt halt den Kriecher auch ein bisschen weiter verbreiten. Roger. Ah, Bunker. Wir rücken aus. Anheben hier. Es gibt Arbeit. Okay. Macht sie Platz. Anheben. Weg mit dir. Sicher. Gott. Es gibt Arbeit. Rücke vor. Gehe voran. So. Wir rücken aus. Ja, ich habe fast keine Energie mehr. In Bewegung. Und ich habe nur noch Königin. Die nicht mehr genug Energie haben. Du hast einen Teil der Brut gerettet. Erhebt euch, meine Kinder. Hier ist Kerrigan. Sehr schön. Und Verstanden. Jetzt zurück. Abimarsch. Sicher. So.
Dann machen wir uns nochmal drei Königin und jetzt brauchen wir definitiv neue Zerglinge. So. Die Forschung läuft. Da ist die Königin, die Kleine. Du darfst jetzt nämlich hier nochmal so einen Kriecher platzieren. Also so einen Kriechtumor. Plups. Du gehst mit deinem Kriechtumor mal ein bisschen weiter nach vorne. So. Ah, der greift mich jetzt von oben an. Die Liga nähert sich aus dem Norden. Ja, da sind wir doch auch. Verstanden. So, ohne Fähigkeit diesmal. Die überrennen wir einfach. Masse statt Klasse. Drücke vor. So. Das müssen wir auf Kriecher platzieren. Ja, das machen wir doch. Gott. Dann sollte ich nochmal ein paar Overlords erschaffen. So. Und hier ist gleich die erste Forschung auch fertig. Das heißt, meine Zerglinge bezüglich meiner Nahkämpfer können etwas mehr Schaden machen. Was gar nicht mal so schlecht ist. Mutation abgeschlossen. Gut, und es gibt keine fortführenden Forschungen. Gut, noch ein paar Zerglinge. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, ist ja gut. Hab ich verstanden. Dann dich einmal weitersetzen. Komm, krümel dich aus. Und flupp. Ich frage mich, wo die letzte Höhle sein soll. Die müsste ja dann hier geradezu sein. Gut. Ah, da kommt er jetzt. Eine große Anzahl an Liga-Truppen nähert sich dem Schwarmcluster. Wie bitte? Ja gut, gehen wir gleich mal dagegen an. So groß sind die nämlich nicht. Es gibt Arbeit. Wir verlieren zwar ein paar Zerglinge, aber die können wir recht schnell wieder neu ersetzen. Gehe voran. So. Und ich habe jetzt noch genug Königin für die Luftabwehr. Und wieder sicher. Zurück. Einmurmeln. Machen wir nochmal zwei Königin und noch ein paar Zerklinge. Weil wir es können. Gut. Oh, 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 oh. Da ist ein Bunker. Da ist ein Bunker. Im Weg. Ah, gut. Das hat mir den Kleinen nicht gekostet. Das ist gut. Dann kann ich ihn hier hinsetzen. In okay. Dieser Höhle sind noch mehr Zerglinge, meine oh. Königin. Wo? Okay. Ich glaube, da kommt man jetzt von hier aus am besten durch. Was ist los? Gut, gehen wir mal sicher. Los. Es gibt Arbeit. In Bewegung. Verstanden. So, einfach mal loslaufen hier. Erdet mal den. So. Roger. Verstanden. Und jetzt hier durch. Sicher. Gott, weiter, weiter, weiter. Die müssen hochgehoben werden. Oh, 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 oh. Mal ganz viele neue Schwarmlinge. Noch mehr meiner Zerglinge. Die Brut wird stärker. Okay. Das ist, läuft jetzt hier nicht so gut. Wie bitte? Unsere Streitkräfte. Gut. Geht mal runter. Runter, runter, runter. Auch ihr geht bitte runter. Runter mit euch. Ihr nehmt mal hier das nochmal schnell mit. So.
Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Okay. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Gut, dann brauche ich hier neue Drohnen. Bezüglich neuer. Ja, einmal abgeben und hinstellen. So. Hier ist Kerrigan. Jetzt passt das. Wow, ordentlich was eingesetzt hier. Wir brauchen mehr Mineralien. Gut. Jetzt muss ich eigentlich nur noch durchhalten, bis die Verstärkung eintritt. Die Würmer graben gerade Tunnel zu dir. Meine Brut wird bald da sein. Ja, das ist ja gut. So. Dann brauche ich mal wieder drei neue Drohnen. Und hier kann ich ja jetzt eigentlich mal den Kriecher hochplatzieren. So. Sehen wir auch ein bisschen mehr. Alter, ist das hier voll. So, uns nochmal drei Drohnen. Das ist jetzt das letzte, das ist für Panzerung der Zergbodeneinheiten. Das passt. Weiß gar nicht, konntest du nicht das hier? Ja. Gut. Läuft doch. Ja, weiter heilen. Nicht aufhören hier. Heilt mal das Ding hier ein bisschen. Wow, nicht viele Trefferpunkte wieder gut. So. Nicht mehr lange, bis meine Mythoswürmer Verstärkung bringen. Ja, wir halten eigentlich auch gut durch. Machen hier nochmal ein paar Zerglinge. Können ja eigentlich hier nochmal mit dem Kriechtumor noch ein Stück weiter gucken gehen. Hallöchen. Flupp. Mhm. Der Schwarm klassere Streitkräfte werden angegriffen. Wie bitte? Es gibt Arbeit. Wir rücken aus. Ein Assistenz, ja. Hör mal, diese bösen Terraner hier. Bezüglich Liga-Streitkräfte in dem Sinne. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Davor sind die wieder hochgehealt. So, 1, 2 und dann machen wir hier nochmal den Rest Overlords. Dann haben wir auch das Maximum an Drohnen dran. Eine noch. Mal nochmal 3, 4. Oh. Was ist los? Rücke vor. Kaputt machen. Der ist böse. Meine Brut ist gekommen. Sie unterstehen deinem Befehl, meine Königin. Perfekt. Jetzt müssen wir in ihre Basis und die Kanone zerstören, bevor Jim eintrifft. Okay. Gehe voran. Wenn du alle deine Streitkräfte in der Schlacht befehligen willst, gibt es eine Möglichkeit, alle zu kontrollieren. Genau das habe ich gewollt. So. In Bewegung. Wir müssen jetzt hier vorne zur Brücke. Verstanden. Vor. Und weiter geht's. Unsere Streitkräfte. Oh, feier. Geht's ja aber rund.
Das nenne ich mal einen Zergschwarm. Gehe voran. Ach, die Paar. Unsere Streitkräfte. Tag! Verteidig die Kanone! Ja, ich glaube, dazu kommst du nicht mehr. Hier bin ich. Meine gesamte Brut ist gekommen, um dir zu dienen. Roger. Jetzt wirst du überrannt. Aber im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, hier hinten ist es doch noch. Ah. Die Kanone ist zerstört. Die Terraner fliehen zu ihren Schiffen. Tötet sie alle. Niemand von ihnen wird diesen Ort lebend verlassen. Ja, die Königin ist wahrlich zurückgekehrt. Tötet die Terraner. Die Königin? Du hast recht. Ich habe für eine Sekunde vergessen, dass... Ich muss weg von hier. Oha. Wir werden auf deine Rückkehr warten. Gut. Sieg. Und weiter geht's. Kurzer Ladescreen. Jim, bist du auf dieser Frequenz? Jim, bist du da draußen? Ich bin am Treffpunkt, die Luft ist rein. Ich habe drüber nachgedacht, was du gesagt hast. Ich spüre Dunkelheit in mir, Jim. Ich brauche dich. Du musst mich einfach hören. Einsatzes verhaftet. Er wurde verhört und kurz darauf hingerichtet. Der Imperator sagte Folgendes. Bürger der Liga, endlich findet unser Albtraum ein Ende. Der ruchlose Terrorist James Rayner ist tot. Mit seinem Tod beginnt eine neue Ära des Friedens. Die Protoss haben sich zurückgezogen. Und die Zerg-Bedrohung wurde ausgeschaltet. Der Schwarm ist zerschlagen und führerlos. Bald werden wir jeden einzelnen Zerg auf Char auslöschen. Kurzum, wir haben gewonnen. Frieden und Sicherheit sind gewährleistet. Gute Nacht, meine treuen Untertanen. Mengsk. Navigation online. Ziel liegt in Zerg-Gebiet. Bestätigen? Bestätigt.
Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann.